Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Someday You Will Return, und anscheinend sind wir hier irgendeiner anderen Quest auf der Spur, die gar nicht so sehr mit der Hauptstory etwas zu tun hat. Wir haben nämlich in der letzten Folge, wenn wir noch ganz kurz das Handy in der Hand nehmen, eine Nachricht bekommen von Loisa. Ich glaube, ich kann mich an den Code erinnern, er müsste 739 lauten. Das war der Code, den wir gebraucht haben, um eine gewisse rote Tür zu öffnen, die wieder mit dem Zahlenschloss versehen waren. Wir haben das schon mal gemacht, irgendwann mal im Laufe des Spiels, aber das hat mit dem hier nichts zu tun. Und jetzt sind wir hier wieder in einer der Karsthöhlen, irgendwo ganz woanders. Denn wenn wir mal die Karte aufrufen, sind wir hier unten bei Katzaltena und bei Podkatzatelnu. Das heißt dort, wo wir eigentlich ganz am Anfang begonnen haben. Das war unser Weg, um hier mal nach oben zu kommen. Ganz am Anfang, in den ersten Folgen. Und eigentlich waren wir unterwegs vom Lucky Leaf Sommerlager nach da hinten, zum Wasserkraftwerk von Muchlina. Das war unser eigenes, unser derzeitiges Ziel. Und jetzt stehen wir plötzlich am anderen Ende der Karte. Wie auch immer wir da so schnell hingekommen sind, ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir schon mal da sind, würde ich natürlich gerne herausfinden, was es hier auf sich hat. Denn wir haben auch eine weitere Nachricht bekommen, und zwar, puh, na endlich. Ich habe es einfach nicht über diese scheiß Mauer geschafft. Beeil dich und hol mich hier raus. Und all das von unserer neuen Freundin Loisa. Wobei ich nicht genau weiß, was sie uns hier für mysteriöse kryptische Botschaften schickt und warum sie uns diese Botschaften schickt. Sind wir von hier gerade hergekommen? Ich glaube, wir sind von daher gekommen. Ich glaube, wir müssen hier weitergehen. Und es gibt hier mittlerweile viele... Oh Gott, ist das schon wieder so eine Spinne da hinten? Ich hoffe nicht. Es gibt hier mittlerweile viele verschiedene Wege, die wir gehen können. Unter anderem eben der hier. Mit den Spinnen, die hochgiftig sind. Das ist nicht das erste Mal, dass wir die sehen. Mal gucken, ob wir die so irgendwie eliminieren können. Aber die sind viel größer als die, die wir bis jetzt gesehen haben. Guck mal. Die sind viel, viel größer als die, die wir bis jetzt gesehen haben. Kommt da Wasser raus oder Feuer? Verwenden. Aber was? Okay, wir gucken mal nach dem anderen Weg. Es gab ja noch einen. So, Achtung, Achtung, da kommen wieder die Spinnen raus. Das sollte der hier gewesen sein. Das war nämlich der andere Weg. Und da landen wir... Oh Gott. Hier. Oh Gott. Boah, ich sitze mit einer Gänsehaut, Freunde. Ich habe sowas von Schiss vor den Spinnen. Es wurde so kalt, dass ich einen Unterschlupf errichten wollte, bevor du zurückkommst. Leider konnte ich keinen sicheren Ort dafür finden. Manchmal ist es hier richtig gruselig. Wenn ich doch nur eine Laterne hätte, um weiter an meinem Buch zu schreiben. Aber was schreibt sie denn für ein Buch? Von gruseligen Karsthöhlen mit Spinnen oder wie? Okay, und wir können anscheinend hier definitiv irgendein Gas entzünden. I need something. Aber was? Aha. Und ist dieses Something vielleicht da drin? Ne, hier ist gar nichts drin. Hä? I need something, I need something, I need something. Aber was ist denn dieses Something, was wir needen? Wir müssen bestimmt diese Spinnen umbringen. Und zwar eine Spinne nach der anderen. Aber wir brauchen irgendwas, was wir anscheinend da vorne reingeben können. Um ein Feuer möglicherweise zu entzünden? Weiterer Speicherpunkt. Aber wo finden wir dieses Something? Bastards, I hate them so much. Okay, das... Boah, da hinten sind wieder ein paar größere von denen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und da haben wir das nächste wieder. Aber wo finden wir dieses Something? Es gibt hier so viele Wege, die wir abgehen können. Da sind nämlich wieder die, die wir ja eigentlich schon einmal gefunden haben in den Karsthöhlen. Oh Gott, da oben ist auch eine Spinne. Aber liebe Freunde, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir das alles hier abgehen müssen, weil wir dann irgendwo dort hinten dieses Something finden können.
Geht der eigentlich irgendwann nach oben auch oder eher nicht so? Wir müssen doch 100% diese Spinnen erstmal alle eliminieren. Und ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, wir kommen hier gar nicht weiter. Der geht nämlich nicht nach oben. Aber wo ist dieses Something, das wir brauchen, um hier mit dem Feuer interagieren zu können? Oder müssen wir tatsächlich jetzt den ganzen Weg wieder zurückgehen, aber irgendwas ganz am Anfang möglicherweise vergessen? Ich habe keine Ahnung. Is that you? Da singt jemand. Show yourself. Da singt jemand. Man hört es ganz leise im Hintergrund. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier reingeraten sind, Freunde. Oh Gott. Achso, das sind die Dinger da drüben. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier reingeraten sind. Ich weiß nur, wir haben irgendwo da vorne... Wir haben irgendwo da vorne... Boah, ich zitter hier gerade. Dieses eine Rohr gehabt. War das hier? Aber selbst hier werden wir wahrscheinlich irgendwas nieden, oder? Kommt nichts raus oder sonst irgendwas. Wir können das Ding drehen und das war's. Hab vielleicht gedacht, dass da irgendwas rauskommen könnte oder so. Nichts. Hier passiert genau nichts. Sind wir den anderen Weg schon abgegangen? Ich weiß es gar nicht. Den hier, wo es eigentlich... Na gut, ich glaube, hier waren wir. Aber den Weg meine ich gar nicht. Ich glaube, ich meine den Weg hier. Meine ich den Weg hier? Wo sind wir hier denn wieder? Ach du Scheiße, wo sind wir hier denn wieder? Ah, hier. Ach so. Das ist quasi eine kleine Runde, die wir hier machen. Aha, da dampft's auch raus. Looks like the bunker keeps on expanding. Und da finden wir übrigens genau dasselbe, wo wir die Spinne gefüttert haben. Was gibt denn hier schon wieder? Ja, das ist knifflig. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat, aber du musst dir ansehen, wie die Röhren verlaufen. Hä? Ah. Ich glaube, ich weiß, was wir vorhaben. Wir müssen wohl das Gas umleiten. Alles klar. Hier ist die Hauptschnittstelle von dem Ganzen. Wir müssen das Gas irgendwie umleiten. Und das dann anscheinend dort dann irgendwie anzünden, um quasi so eine Art Flammenwerfer zu erstellen. Weil wir sehen hier die Symbole, je nachdem, welche Leitung wir gerade aktivieren wollen. Alles klar, alles klar, alles klar. Aber wir brauchen ja trotzdem noch irgendwas, das wir da vorne dran schrauben können. Was haben wir denn jetzt hier gerade geöffnet eigentlich? Hier fließt es gerade durch, durch den Bock. Durch den Bock fließt es gerade. Alles klar. Und jetzt würde ich gerne mal gucken, wo haben wir denn das erste von den Dingern? War das hier? Ich glaube, das war hier. Gut, hier war es nicht. Das erste von den Rohren. Was haben wir dort denn für ein Symbol drauf? Dann wissen wir nämlich zumindest mal, was wir brauchen. Das Kreuz. Das Kreuz ist hier. Hm.
Waren wir hier schon mal? Ich habe keine Ahnung. Weißt du, da kommen wir wieder aus dem Bunker raus. Eieieiei, Freunde. Was ist dieses Something, was wir brauchen? Wir können ja unmöglich was im Inventar haben, denn... Ne, wir haben nichts im Inventar, was wir hier nutzen können. Wir müssen irgendwas hier finden. Hä? Wir müssen irgendwas finden, um einen Flammenwerfer herzustellen. Würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht bekommen wir das ja da raus. Ich gehe mal nochmal in den Kommandoraum, sage ich jetzt mal. Das war nicht hier, da findet man nämlich genau gar nichts. Boah, aber hier sich zurechtzufinden, das ist auch nicht so easy. Vor allem, weil hier auch noch alles gleich aussieht. Hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Und wir legen das Ganze jetzt mal so um, dass wir das mit dem Kreuz, das hier, öffnen. So, jetzt kommt das Gas beim Kreuz raus. Und jetzt ist die große Frage, was ist dieses Something, was wir brauchen, damit wir das dort vorne hinlegen? War das jetzt hier wieder der richtige Weg? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das passt. Doch, das passt. Ich laufe immer wieder hier nach oben. Hier sind wir. Dann einmal drehen. Und jetzt fließt das Gas hier raus. Aber was bringt uns das? Wir können hier ja nämlich nicht mal was tun. Es ist schön, dass da jetzt das Gas rausfließt, aber wir können hier nicht mal was tun damit. Wo finden wir dieses Ding, um das da vorne anzuzünden? Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich kenne mich nicht aus gerade. Ich weiß nicht, was wir brauchen, um da vorne das Gas zu entzünden. Es ist mir tatsächlich ein großes Rätsel. Wo ist dieses Something? Okay, das ist wieder der große Weg von gerade eben. Hier haben wir zum Beispiel das hier, das I. Aber wir müssen irgendwas hier dran halten. I need something. Um das hier freizubringen. Aber was? Was? Boah, jedes Mal erschrecke ich mich, wenn ich hier lang spaziere. Was brauchen wir? Und wo finden wir das? Was brauchen wir und wo finden wir das? Wir haben es auf jeden Fall nicht im Inventar. Sonst könnten wir es ja schon lange benutzen. Und ich verstehe so nicht, warum wir hier eigentlich weiterkommen, wenn wir doch da vorne noch gar nicht fertig sind. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass wir das da hinten erst finden müssen. Ich glaube, ich muss das Ganze mal googeln. Ich gehe mal ganz kurz hier rein. Ich habe ja meinen zweiten Monitor hier. Someday you'll return. Loiser Quest. I need something.
Guck mal, was da steht. Got hot lava from Valve Room. Oh. Hat sich heiße Lava von dem Raum geholt? Wie hat das denn gemacht? Oder ihr? Wo man hier die Dinger einstellen kann. Hä? Verstehe ich nicht. Was haben wir dort denn übersehen, bitteschön? Okay, also dass das hier so kompliziert wird, diese Quest, hätte ich mir ehrlich gesagt nicht erwartet. Da unten ist das. Wie finden wir denn hier Hot Lava? This stuff is burning hot. I could use it to start a fire. Na endlich, Freunde. Na holla, die Waldfee. Deswegen steht das Ding hier auch nämlich. Wusste ich's doch, dass das irgendeinen Sinn hat, dass das da rumsteht. I need to reach there without touching this crap. Willst du mich verarschen? I have an idea. I just need to find some wood. Okay, Wood haben wir. Alter, Freunde. Na jetzt endlich geht's hier weiter. Na Gott sei Dank. Alter Falter. Okay, das war... Tja, ist das das richtige Wood? Sollten wir verwenden können. So. Schraub, 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 Schraub. Okay, this wood is just what I needed. Sehr gut. So, dann gehen wir nochmal zurück. Alter Falter. Da sieht man mal, wie schlecht es ist, wenn man sich nicht überall umguckt. Das hier... Was ist da? Hallo. Hätte man nämlich erkennen können. Yeah, and burn my hands in the process. Okay, was ist mit dem Wood? Achso, hoppla, das müssen wir erstmal herstellen. Einmal hier. Und einmal das da. Achso, die Schrauben müssen hier noch reingedreht werden. Hallo? Achso, ich bin ja doof. Schrauben reingedreht werden vor allem. Ich muss das nur zuhämmern. Okay, das war ein bisschen komplizierter, als ich gedacht habe. Aber da habe ich wohl nicht gut genug geschaut. Das war mein Problem. Boah. Aber ich bin da doch nicht auf die Idee gekommen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Weil hier so viele Spinnen waren. So, na dann hat das ja schon mal funktioniert. Sehr schön. Jetzt läuft aus dem Kreuz auch endlich mal was raus. Au. Jetzt ist die große Frage, bringt uns das was, wenn aus dem Kreuz was rausläuft? Denn eigentlich haben wir dort ja gar nichts verloren. Dort gibt es ja gar keine Spinnen, die uns den Weg versperren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen kritisch werden hier. Diese Mission. Hoppla, das ist schon wieder der falsche Weg. Ich habe das Gefühl, das wird ein bisschen kritisch werden, diese Mission. So, wir können hier aber gar nichts machen. Da sind wir hergekommen. Wir können hier eigentlich gar nichts machen. Hier geht's auch nicht weiter. Da würden wir theoretisch nochmal ein bisschen von dem Holz zerstören können, aber das ist eigentlich ziemlich wurscht. Alles klar. So, dann gucken wir mal, wo wir die erste Station hatten, wo uns die Spinnen hier über den Weg gelaufen sind. Das war... Hier hinten und dann hier lang? Genau, dann einmal darüber. Stimmt, stimmt, stimmt. Kann mich erinnern. Und dann sind wir hier beim umgedrehten I. Alles klar, dann versuchen wir mal. Oder gucken wir mal, ob das jetzt schon funktioniert. Hat das umgedrehte I schon Saft? Das umgedrehte I hat keinen Saft. Alles klar.
Und dann können wir die Spinnen dort nämlich niederbrennen. Das ist nämlich das Ziel des Ganzen. Okay, okay. Ich muss mich entschuldigen. Das hätte man ein bisschen einfacher lösen können, wenn ich aufgepasst hätte, wenn ich ein bisschen besser umgeschaut hätte. Aber jetzt ist klar, was wir zu tun haben. Jetzt ist klar, was wir zu tun haben. So. Das I ist hier. Und da haben wir jetzt den Saft, der durchfließt. Das Gas, das wir entzünden können. Alles klar. Ist ja ziemlich selbsterklärend, was wir jetzt tun müssen. Der Weg dorthin ist halt immer nur der schwierige, weil den musst du halt immer wieder neu rausfinden. Weil ich mir hier überhaupt nicht merke, wo ich schon mal war und wo ich nochmal hin muss. Okay, das war eine gute Idee. Müssen wir nicht mal uns ducken. So, da war der Anfangsraum. Den brauchen wir nicht. Den Raum brauchen wir aber auch nicht. Ach so, ich bin ja hier schon wieder komplett falsch. Das war ja hier. Nämlich hier rüber. Und dann hier rauf, über die Brücke drüber. Und dann kommen wir in den Raum. Und dann können wir das erste Mal die Spinnen endlich wegbrennen. Na holla, die Waldfee. So, einmal aufdrehen. Und dann ein Eat Something. Und dieses Something haben wir jetzt. Boah, direkt davor stehen ist eine gute Idee. Da! Ah. Okay, ich weiß ganz genau, was da jetzt gerade falsch gelaufen ist. Das war jetzt irgendwie lustig. Ich weiß ganz genau, was da jetzt gerade falsch gelaufen ist. Wir müssen nämlich zuerst mal das Ding dort rein leeren und dann den Saft aufdrehen. Ich hätte eigentlich gedacht, der wirft das von der Seite rein. Macht aber nicht. So. Und dann einmal drehen. Und jetzt haben wir den schönen Flammenwerfer draus gebastelt. Sehr gut. Können wir das wieder mitnehmen? Ah ne, der wirft hier immer wieder neues Zeug rein. Alles klar. Und das ist wohl der Kesselofen, wo das alles zusammenläuft, früher oder später mal. Okay, wir können hier... Ich gucke jetzt nochmal ganz genau. Nichts finden. Mit dem Kreuz kann man nichts machen. Das ist dasselbe Holzstück von gerade eben. Aber ich glaube, wir haben ja noch ein bisschen was im Inventar von dem Zeug, oder? Da glühen die Kohlen noch. Tatsächlich, wir nehmen das alles gerade mit. Super. Gut, dann hätten wir das ja schon mal erledigt. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht machen können, ist die fette Spinne da drüben erledigen. Weil die ist ja mittlerweile... Okay, da verändert sich wieder ein bisschen die Umgebung. Ich habe das Gefühl, das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Die ist ja mittlerweile nicht mehr hier. Wir können ja mal die Dinger da reinlegen. Warum auch nicht? Ich weiß nicht, ob wir hier schon was durchlaufen haben. Aber egal. Wir müssen mal gucken, was wir da hinten brauchen. Was wir dort für ein Symbol haben. Um hier nämlich weiterzukommen. Was haben wir hier? Wir haben hier den Bock. Ich gebe mal die Kohlen rein. Und wir gucken mal, ob wir vielleicht jetzt schon was durchlaufen haben. Haben wir. Cool. Alles klar. Und was haben wir hier jetzt freigeschalten? Oh Gott. Eine neue Nachricht auf jeden Fall. Das ist komisch. Letzte Woche war dieses Zimmer noch sauber. Ich habe das Gefühl, dass die Spinnen hinter mir her sind. Ich bin froh, dass du sie... Vielleicht sollten wir erstmal weitergehen. Dass du sie für mich beseitigt hast. Sie schmecken überhaupt nicht. Was schreibt uns sie denn da für gruselige Nachrichten, sag mal? Sie schmecken überhaupt nicht. Oh Gott. Oh! Scheiße. Was schreibt uns die denn hier für gruselige Nachrichten?
Okay, jetzt sind wir hier beim Euro-Zeichen, sagen wir mal. Achso, das Euro-Zeichen können wir hier einfach abdrehen. Okay, das ist ja easy. Stopp den Geldhahn. Den haben wir zugedreht. Und was ist hier? Möglicherweise früher oder später unser Ausgang. Den wir aber jetzt noch nicht erreichen können. Alles klar. Ich glaube, wir haben schon mal unseren Exit gefunden. Och du Scheiße. Au. Ich wollte gerade probieren, ob wir auf dem laufen können. Einfach nur mal Spaß halber. Es geht nicht. So, okay, wir sind beim Eurozeichen, alles klar, das können wir wieder abdrehen, dann haben wir es zumindest schon mal erledigt für später. Und da hinten haben wir eben dieses fette Monstrum. Die Riesenspinne. Oh Gott. Also es gibt die definitiv nicht nur einmal, sondern öfter. Leider. Leider gibt's die öfter. Schon wieder fällt das hier runter. Okay, und wir sind definitiv richtig, denn die Umgebung verändert sich wieder ein bisschen. Und jetzt würde es mich eben interessieren, wo wir hier hinkommen. Denn augenscheinlich geht es ja hier irgendwann mal weiter. Wenn sich der mal nach oben bewegen würde. Aber das macht er nie. Und wir können den hier auch nicht abfackeln. Guck mal, der hängt hier nur nach unten. Der bewegt sich nie nach oben. Ja, kotz an, ist Vollidiot. Nee, das hat keinen Sinn. Das hat keinen Sinn. Aber müssen wir hier nicht weiter? Wir müssen hier doch weiter. Guck mal. Aber der verzieht sich einfach nicht. Der bleibt hier hängen. Die anderen nämlich sind irgendwann mal da oben. Nur der bleibt hier. Ach, geht das vielleicht? Ah, so funktioniert das Ganze. Na bitte sehr. Na, das musst du halt auch erstmal wieder wissen. So, der... Das habe ich nämlich erwartet, dass sich der irgendwann mal dann nach oben händelt. Und dass es dann war... Dass es das dann war. Drehen? Okay, vielleicht öffnen wir so die Tür. Auf der anderen Seite. Mal gucken, wo es hier hingeht. Aber definitiv nirgendwo, wo ich gerne hin möchte. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind, Freunde. Vielleicht öffnet das ja die Tür auf der anderen Seite dort hinten. Sehr schön, danke. Also wir müssen hier definitiv mittlerweile alle Mittel nutzen, die wir haben. Warte mal, war das jetzt der Weg oder der Weg? Nee, da kommen wir gar nicht mehr zurück. Guck mal. Es ist der Weg, der gruselige mit den Spinnen nämlich. Stimmt, stimmt, stimmt. So, das Vieh ist jetzt endlich mal tot. Da drüben liegt ein zweites. Da hinten hängt noch eins. Und jetzt ist die Frage, kommen wir hier nach draußen? Die Tür ist offen.
Gut, wir kommen zwar nicht nach draußen, aber wir kommen auf jeden Fall woanders hin. Dum, 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 dum. Was willst du? Ich weiß nicht, wie lange ich hier gewartet habe, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Ich hätte wohl gehofft, dass du früher kommst, aber immerhin bist du jetzt da. Aber wo sind wir denn hier? Was redet ihr denn? Ach, guck mal da unten. Papierchen ohne Ende. Na, warte mal. Bonbon-Papierchen ohne Ende, liebe Freunde. Boah, da wird sie auch noch irgendwo hingehen. Wird natürlich liebend gerne mal am Anfang wieder alle Wege erkunden, aber hier ist nichts. Da sind nur Spinnweben, da sind nur Steine und irgendwie eine alte Tür oder ein altes irgendwas, so ein alter Ofen, wo wir gerade die Lava hergeholt haben. Na gut, dann schnappen wir uns mal das da von da unten. Ein Rucksack. Und die Bonbon-Papierchen, die schnappe ich mir definitiv mal. Schön. Mhm. Gut, da wird es eh nirgendwo hingehen. Und da würden wir auch nach oben klettern können. Alois Loisa Jirasek. Alois Loisa? Naja, ich hab gelogen. Ich hab so lange auf dich gewartet, aber du Arsch bist einfach nicht gekommen. Ich hab angerufen, gefleht und geschrien, aber niemand hat je geantwortet. Die Spinnen waren meine einzige Gesellschaft. Ich wurde so hungrig, dass ich anfing, sie zu essen, aber was mir am meisten wehtut ist, dass ich mein Buch nicht fertigstellen konnte. Ich habe es irgendwo fallen gelassen, als ich im Dunkeln umherirrte. Bitte sag Mama, dass ich es heute nicht zum Abendessen schaffe. Alois Loisa Jirasek. Loisa ist also nur der Spitzname vom Alois. Aber das ist doch unsere Frau gewesen, oder? Haben wir nicht schon mit ihr telefoniert? War das nicht ein Damenbild? Ich kenne mich nicht mehr aus, Freunde. Was ist hier los? Gut, das ist der falsche Weg. Okay, jetzt zeigt es aber eh, wir sollen darüber klettern. Nein. Das hier, ja, andere Hand. So. Ach du Scheiße, na das kann ja was werden. Warte mal, nochmal eins zurück. So, das schaut gut aus. Holla die Waldfee, wo müssen wir denn da hinklettern, sag mal? Ich meine, das Klettern ist zumindest nicht mehr so schwer wie am Anfang. Da den richtigen Weg zu finden. Vor allem, man kann ja auch immer wieder zurück, wenn man den falschen gewählt hat. Warte mal, lieber diese Hand nehmen. Oder vielleicht da nach oben lang. Warte mal, vielleicht müssen wir tatsächlich hier entlang. Ja, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt müssen wir mal ganz weit nach drüben. Dann hier nach oben, hier rüber. Ja, machen wir es halt so. Mir soll es recht sein. Okay, das schaut tatsächlich gar nicht mal so falsch aus. Und jetzt noch nach oben. Einmal hier, einmal da, einmal hier und ganz rauf. Halleluja. Schnell runterklettern. Nee, lieber nicht. So. Und wo sind wir jetzt? Immer noch in der Höhle. Da sind übrigens nicht mehr nur noch die, hoppla, die Stalagmiten und Stalaktiten, sondern mittlerweile auch ganz schön viel Beton hier wieder. Hm. Gut, wir gehen mal nach oben.
Das heißt, wir haben jetzt Loisa, Alois, wie noch immer, hier in der Höhle gefunden. Und heißt das möglicherweise, wir schreiben die ganze Zeit mit einem Toten oder wie? Alte Konservendosen, irgendwelche Bierflaschen haben wir hier, ein Seil. Aber haben wir nicht ein Foto von der Frau damals gehabt, als wir das erste Mal mit ihr geschrieben haben oder mit ihm geschrieben haben? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Oder hat die nie angerufen? Aber die hat doch angerufen. Oder hat sie nur geschrieben? Oder er? Denn wenn er nur geschrieben hat... Nach draußen gehen, wir sind tatsächlich durch. Wenn er nur geschrieben hat, dann schreiben wir möglicherweise hier die ganze Zeit mit einem Toten. Und da würden wir theoretisch... Ne, wir kommen gar nicht mehr rein, alles klar. Da sind wir. Guck mal. Da hinten ist das Kraftwerk. Da sind wir. So this is the place Hal mentioned. After everything that happened, I don't think I'm gonna find Stella here. Naja. I don't think I have a choice at this point. Wir müssen überall suchen. This could very well be the last place she could be hiding. Wo wir möglicherweise einen Hinweis über Stella erlangen, aber wir haben ja mittlerweile herausgefunden, die Zeit vergeht für uns deutlich langsamer als in der Realität, denn wahrscheinlich waren wir jetzt wieder ein paar Tage da drin in der Höhle, wo wir gerade rein und wieder rausspaziert sind. Ich muss nochmal ganz kurz gucken, das lässt mir keine Ruhe hier am Handy. Loisa, gehen wir mal, können wir eine Nachricht antworten? Nee, gehen wir mal nach oben. Wo zum Teufel bist du? Ich erkläre alles, wenn ich zurück bin. Was meinst du? Ist Loisa tatsächlich ein Männername? Ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass das unsere derzeitige neue Freundin ist. Unsere Ex-Frau ist ja Ida und dass Loisa unsere neue Freundin ist. Aber anscheinend habe ich mich da getäuscht und Loisa ist ein Mann. Weil vielleicht haben wir jetzt auch einen Mann als Freund. Kann auch sein. Aber so wie es aussieht, ist dieser Loisa schon lange da unten in der Spinnenhöhle verreckt. Der lebt gar nicht mehr. Das heißt, wir haben hier Nachrichten bekommen von jemand Toten. Wo bleibst du so lange? Und wir haben gesagt, wir kommen gleich. Wir haben hier Nachrichten bekommen von jemand Toten, der gar nicht mehr existiert. Alter Falter. So dreht sich eben das Spiel. Und das meistens jede Folge. Wir sind mittendrin im Chaos, haben jetzt wieder ein bisschen was rausfinden können über die Leute, mit denen wir hier schreiben, die eigentlich gar nicht mehr leben, die hier anscheinend irgendwo verreckt sind in der Spinnenhöhle. Na, herzlichen Glückwunsch. Liebe Freunde, mal gucken, ob das irgendeine Auswirkung hat auf eins der Enden, denn insgesamt gibt es ja 5 und möglicherweise haben wir hier uns ein bisschen näher zu einem anderen Ende geschoben, das wir möglicherweise sonst gar nicht entdeckt hätten, wenn wir hier die Quest nicht erledigt hätten. Wir sind jetzt hier vor dem Elektrizitätswerk und da geht's weiter in der nächsten Folge und der Wasserkraftwerk ist es ja eigentlich und dann gucken wir mal, ob wir da endlich mal einen Hinweis nach langer, langer Zeit finden, wo wir jetzt nach Stella suchen können. Ich bin gespannt. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen wieder zur nächsten Runde von Someday You'll Return. Bis dahin, tschüss!